Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es gibt einiges zu erzählen und ich dachte, ich nutze die Gunst der Stunde jetzt mal. Aaron ist im Kindergarten und Frieda ist im Ferienhort. Das erste Mal in den Herbstferien oder allgemein, ich glaube, sie war jetzt in den ganzen anderthalb Jahren, sie ist in der Schule, ist jetzt den zweiten Tag mal im Ferienhort. Weil sie ist einfach unglaublich gelangweilt und die bei ihre ganzen Freundinnen aus der Schule in den Ferienhort gehen, ist natürlich hier keiner, um zu spielen. Deswegen war sie sehr gelangweilt und so haben wir gesagt, hey, komm heute, die haben ein richtig cooles Programm. Gehst du da mal hin und guckst mal, was da so los ist. Genau, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Zeit, mich mal vor ihre Kamera zu setzen und euch so ein bisschen zu updaten. Aaron war letzte Woche, also die letzten anderthalb Wochen, sehr krank. Also er hatte sehr hohes Fieber und eine Rotznase. Also der Kita-Rotz hat hier bei uns komplett zugeschlagen. Aber Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, war es nur Aaron, der betroffen war. Und Gott sei Dank still ich noch. Und dadurch konnten wir das eigentlich ganz gut überbrücken. Ich musste ihn auf Corona testen lassen, obwohl ich es gar nicht wollte, weil wir eigentlich auch gar keine Indizien dafür hatten. Aber so hatten wir Gewissheit, also weil das einfach Bedingung war bei unserem Arzt, bei dem Vertretungsarzt, um zu dem Arzt zu kommen. Egal welche Symptome man hat, musste man einen Corona-Test machen. Aber gut, jetzt wissen wir, dass er es nicht hatte und sind alle ein bisschen auch erleichtert. Natürlich auch ist da so ein bisschen Angst mit gewesen. Vielleicht ist es ja doch Corona, keine Ahnung. Und wen hat man in letzter Zeit alles getroffen? Und wo war man essen? Und es ist ja eine unfassbare lange Kette, die einen dann da verfolgt. Aber Gott sei Dank war kein Corona. Ja, ansonsten ist eine ganze Menge bei uns passiert. Auf Instagram habt ihr das ja mitbekommen, auf YouTube weniger. Unsere Meerschweine sind leider nicht mehr da. Die wurden in einer Nacht vom Fuchs geholt und das hat uns alle ganz schön doll getroffen. Und wir waren ziemlich kaputt und traurig deswegen. Und ich hatte das auch auf Instagram bekannt gegeben und hatte euch auch dort die ganze Wahrheit erzählt, wie es abgelaufen ist, dass ich nachts mit den Kindern alleine war, dass ich die Meerschweine draußen quieken gehört habe mitten in der Nacht, ich dann halbnackt in den Garten gegangen bin und geschaut habe, was da los ist. Wenn ihr die Geschichte nachlesen wollt, dann huscht einfach mal zu Instagram rüber, da habe ich das ja einfach mal niedergeschrieben. Und diese Welle, die sich dann losgetreten hat, war einfach unfassbar, also diese negative Welle war einfach unfassbar, sodass ich mir dann eine Auszeit genommen hatte auf unbestimmte Zeit. Ich mache hier YouTube und Instagram jetzt ein bisschen über 7 Jahre. Und bisher konnte ich eigentlich mit der Kritik immer ganz gut umgehen und habe mir immer so ein bisschen eingeredet, ja, die kenne ich ja alle nicht und bla bla bla, die haben schlechte Laune. Aber ich finde, in so einer Situation, wenn man einfach am Boden liegt und trauert, dann noch draufzutreten und nochmal drauf reinzuhauen, fand ich einfach total unpassend und so, dass ich einfach einen Cut für mich ziehen musste und einfach mich komplett rausziehen musste. Und ich habe diese Auszeit unglaublich doll genossen. Ich habe viele Entscheidungen in der Zeit getroffen, überlegt, wie es halt weitergehen kann, wie ich mich halt nicht angreifbarer machen kann oder wie ich mit der Kritik vielleicht besser umgehen kann. Und habe halt so ein paar Erkenntnisse für mich gehabt und bin dann nach einer Woche direkt wieder online gewesen, einfach weil ich es total vermisst habe. Ich meine, wenn man die letzten 7 Jahre sein Leben auf Social Media teilt, dann fehlt plötzlich was. Und ja, deswegen habe ich es nur eine Woche ausgehalten. Aber ich habe die Woche auch wirklich genossen. Ja, genau, das tat sehr gut. Das wollte ich euch unbedingt erzählen. Und dann gibt es da noch eine Kleinigkeit. Ich habe gestern schon auf Instagram einen Post gemacht. Oder war das heute? Ich weiß gar nicht. Nee, gestern war das. Da habe ich euch erzählt, dass sich bei uns einiges verändert hat. Oder warum ich im Moment ein bisschen inaktiver bin auf Instagram. Oder hier auch auf Social Media, einfach weil ich, also es haben wir gerade Ferien, ne, und die Kinder sind da und Aaron war krank. Das ist natürlich auch dazu gekommen, dass man halt weniger aktiv ist. Und der andere Grund ist, dass wir Zuwachs bekommen haben. Und nein, ich bin nicht schwanger und ich war auch nicht schwanger. Aber wir haben uns nach reichlicher Überlegung einen kleinen Welpen gekauft und ich zeige sie auch gleich. Sie steht hier gerade vor mir und schummelt sich bestimmt gleich mal ins Bild. Ein Mini-Australian Shepherd. Wir wollten eigentlich warten, bis wir im Haus wohnen. Die Geschichte dazu möchte ich euch gerne erzählen. Und zwar war ich Anfang letzten Sommers mit Markus in der Bahn und mit Aaron. Und da habe ich einen Hund gesehen in der U-Bahn. Und ich bin wirklich nicht jemand, der jemanden anquatscht, so von wegen irgendwie Smalltalk-mäßig in der U-Bahn oder einen Hund fragt, ob ich den streichen darf oder keine Ahnung irgendwie. Also das bin ich einfach nicht. Ich gucke und sage, oh, ist der süß, aber mehr auch nicht, ne?
Und dieser Hund hat mich einfach so krass verzaubert, dass ich den Besitzer angesprochen habe und mit ihm ins Gespräch gekommen bin. Und ja, dann auch ein Foto von dem Hund gemacht hatte und bei Instagram in meiner Story geteilt hatte. Und ich habe halt irgendwie gesagt, ja Gott, ich bin total verliebt in einen Hund, den ich gerade in der U-Bahn getroffen habe. Oh mein Gott, ich habe diesen süßen Hund gesehen. Und der war auch so flauschig und so weich und ach, ganz, ganz niedlich. Und das hat dann eine Welle losgetreten und zwar an die ganzen Hundefreunde in Berlin, die diesen Hund kennen. Also ich habe dann Nachrichten bekommen von fremden Leuten, die gesagt haben, hey, witzig, das ist doch der Hund von dem und dem und mein Hund spielt total toll mit dem, gerne. Und da hinten ist es. Da. Und ja, so habe ich dann quasi über fünf Ecken Kontakt zu dem Besitzer aufgebaut. Und bin auch mit dem in Kontakt geblieben, weil wir uns unbedingt nochmal treffen wollten, weil ich unbedingt Frieda diesen Hund zeigen wollte, wie süß der war. Und das ist halt ein Mini-Australian Shepherd gewesen, ein, also kein reinrassiger, sondern ein, nein, du bleib mal hier, komm her. Ein Collie-Mix, also die Mama ist ein Collie-Mix, die Mama ist ein Collie und der Papa ist ein Mini-Australian Shepherd. Und dann habe ich auch mit ihm gesagt, weil er meinte, ja, die wird auf jeden Fall dieses Jahr nochmal werfen. Und dann haben wir gesagt, also die machen halt einmal im Jahr, bekommen die Babys. Und der Hund, den ich da getroffen habe, das war aus dem allerersten Wurf. Und dann war dieses Jahr noch einer und nächstes Jahr sollte halt auch nochmal einer sein. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, wenn wir im Haus wohnen, dann holen wir uns auf jeden Fall einen Hund. Also weil ich finde es einfach so schön, mit Tieren groß zu werden. Und ich hatte selber zwei Hunde, als ich klein war. Also der eine ist natürlich mit mir groß geworden. Und finde es einfach eine unglaubliche Bereicherung. Und die Meerschweine haben uns gezeigt, wie sehr wir es lieben, einfach mit Tieren uns zu umgeben und uns zu kümmern und denen das schön zu machen. Klar kann man einen Hund nicht vergleichen mit Meerschweinen, aber von der Aufgabe und von der Verantwortung ist es ja gleich. Es sind ja auch Lebewesen gewesen, um die wir uns haben, um die wir uns gekümmert haben. Und ja, dann hat der mitbekommen, was mit den Meerschweinen passiert ist. Und dann meinte er so, ja, ein bisschen lustig, ja, dann guck dir doch mal die Welpen an und schickte mir Bilder von den Welpen, die wirklich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr klein waren. Also ich glaube, 4 Wochen oder so. Und dann habe ich eigentlich gleich gedacht, ach schade, die sind bestimmt schon alle weg. Und habe auch gesagt, nee, es geht ja gar nicht. Und wir wollten es ja erst nächstes Jahr machen, wenn wir dann im Haus wohnen, wegen dem Garten und alles. Dann hat sie auch, hätte der Hund auch viel mehr Platz gehabt und so. Und dann hat er uns die Bilder gezeigt oder die Fotos geschickt und dachte ich so, oh mein Gott, ist die süß. Also es war genau ein Mädchen dabei in dem Wurf und das Mädchen sah halt ähnlich oder sieht ähnlich aus wie der Hund, den ich in der Bahn getroffen hatte, in den ich mich ja so schockverliebt hatte. Und ja, daraufhin haben wir dann einen Termin ausgemacht und haben uns die Hunde angeguckt und ich sage euch, Leute, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr einen Hund wollt oder nicht, fahrt euch auf gar keinen Fall Welpen angucken, weil dann wollt ihr auf jeden Fall den Welpen mit nach Hause nehmen. Also überlegt euch schon vorher, ob es wirklich für euch in Frage kommt oder nicht, weil dann kann man da vor Ort, kann man nicht mehr objektiv entscheiden. Also da ist es wirklich, also bei mir war es so das Herz, wir haben das Herz total verloren an diesen Hund. Und ja, wie gesagt, wir wissen, wir wissen, was auf uns zukommt und wir haben uns ganz viel belesen, ganz viel mit Freunden ausgetauscht und vor allem Hundetrainer an der Seite gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist der André, der von der Welpentrainer von Six, das ist so eine Fernsehsendung, ist das Fernsehen, ist das öffentlich, weiß ich nicht, aber wir gucken es immer online, der Welpentrainer und der macht das so unglaublich gut. Der hat so eine ganz tolle Art, mit den Welpen zu arbeiten. Und da haben wir wirklich Staffel für Staffel gesuchtet. Und ich bin jetzt auch im privaten Kontakt mit dem. Und mal gucken, ob man da vielleicht nochmal was machen kann. Auch für meinen Kanal jetzt oder für seinen Kanal müssen wir mal gucken. Und er steht uns da quasi mit Rat und Tat zur Seite. Und gestern war auch eine andere Hundetrainerin bei uns. Und mit der wir jetzt zusammenarbeiten wollen, weil wir wirklich alles richtig machen wollen. Also gerade auch wegen den Kindern. Der Mini-Aussie ist quasi ein sehr aktiver Hund, der gerne gefördert werden möchte und gefordert werden möchte. Und da wollen wir halt alles richtig machen. Und ich glaube, die Rasse passt einfach extrem zu uns, weil wir ja sehr viel unterwegs sind. Und wir wollen auch quasi Deutschland erkunden. Jetzt, wo wir das Haus bauen, können wir ja eh nicht mehr so weit verreisen, weil einfach die Kohle nicht mehr da ist. Deswegen müssen wir gucken, dass wir irgendwie anderweitig Spaß haben und die Welt entdecken für uns. Und dann kann man auch ganz viel in Deutschland und später mit dem Auto, wenn wir den Führerschein haben. Und sie ist einfach ein unglaublich toller Familienhund, die ganz gelehrig ist und jetzt schon super sich eingelebt hat bei uns. Er ist Holly und sie ist ein Mini-Australian Shepherd, habe ich euch ja schon gesagt. Und sie ist jetzt seit 2 Wochen bei uns
ungefähr. Und nicht ganz. Anderthalb Wochen so. Und ja, gestern war die Welpentrainerin da und sie meinte, sie hat selten so einen lieben und entspannten Welpen gesehen, weil wir wirklich versuchen, hier drinnen zu Hause so wenig wie möglich Action zu machen. Viel draußen sind mit ihr im Garten. Da bietet sich unser Garten natürlich super an, gerade für das Stubenreinwerden. Da sind wir jetzt schon so, dass wir nur noch einmal die Nacht aufstehen. Also wir ist gut Markus, weil ich kümmere mich ja aktuell um Aaron, weil der natürlich durch seine Krankheit wieder mehr gestillt werden möchte. Und und ich habe es extra auf Instagram nicht gesagt, einfach weil ich so ein bisschen, ja, das bisschen für uns behalten wollte. Es ist so ein bisschen unsere Wochenbettzeit gewesen, sage ich jetzt mal. Wir waren so in unserer Welpenblase, mussten uns aneinander gewöhnen und auch an den neuen Rhythmus. Jeder musste seine Aufgabe neu finden und die Kinder finden es natürlich mega geil. Frieda ist einfach hin und weg. Ich glaube, ich war ihr größter Traum, jemals einen Hund zu haben. Und jetzt sagt sie immer, das ist mein Hund. Und ihren Stolz zu sehen, wenn sie mit ihr spazieren geht, das ist einfach der Wahnsinn. Wirklich, also klar haben wir als Erwachsene uns dafür entschieden, uns einen Hund anzuschaffen. Aber der Hund soll auch dafür da sein, der beste Freund für Frieda und für Aaron zu werden. Ich weiß selber, wie schön es ist, mit Tieren groß zu werden. Markus hat sich auch immer einen Hund gewünscht. Er ist eher so der kopflastige Mensch. Markus hat viel durchgedacht, was ist wenn und hier und welche Versicherung und dies und Steuern und was machen wir, wenn der da und hier. Also der hat wirklich ganz, ganz viel durchdacht. Und also auch beim Haus ist er ja immer eher der Logiker, der irgendwie alles durchdacht haben möchte. Und selbst er hat sich jetzt dafür entschieden, also wir haben uns gemeinsam dafür entschieden. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde, sowas sollte man als Familie entscheiden und nicht einfach alleine, weil es betrifft ja irgendwie alle. Und deswegen, Jetzt hast du mir das geklaut. Genau, jetzt zeige ich sie euch mal, wenn ihr sie sehen wollt. Holly, willst du mal Hallo sagen? Komm her. Jetzt traut sie sich nicht. So. Ja. Hallo. Holly, sag mal Hallo. Ja. Willst du mal Hallo sagen? Hey, das ist meine Kette. Nein. Ja, und das ist tatsächlich wie ein kleines Baby, ne? Man kann sie die ganze Zeit beobachten. Man muss aufpassen, dass sie nirgendwo hinpullert. Aber sie ist ganz süß, ganz süß. Ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Aufnahmen. Und dann verabschiede ich mich auch von euch. Jetzt wisst ihr, wer Holly ist.